ganz klar eins. Im Gegenteil sind politische Ansichten wie die, die da von Beatrix Krahl geäußert wurde, das Problem für die Qualität, weil sie eben die Qualität von Hochschulen in marktförmige Form gegossen sehen wollen und damit völlig der Grundidee des Studiums widersprechen. Für uns ist der freie und offene Hochschulzugang ganz klar Teil des Rechts auf Bildung und als solcher auch nicht vorhanden.